Our mission is a society based on love, peace, hope, where all are equal and self-reliant. Welcome to the Prem Jyoti Society. Myself, Nimi S. Pavan, daughter of Mr. Pavan Kumar and Mrs. Sheila Pavan, the director of school and principal of the school. So Prem Jyoti is situated in Varanasi at Chiregaon. The village name is Chiregaon, and we are running Prem Jyoti since 1996. So here we have children with and without disability. When we started, it was new for all the people around us that to have inclusion. Then many told that you don't do it because how can you integrate normal children and the children with a disability together? So it was, the concept was not at all clear for the people. Then now slowly the government is recognizing, but and the government want the children to be in the government schools, but the teachers, they don't want to keep the children there because they think it is a hindrance to other children. And children with a mental retardation, they don't accept at all. Many parents also came to us and say, you don't keep them mentally challenged in your school because it will be a problem for our children. Then we told them that our school is mainly for this kind of children. Then slowly then people, they accepted. Before starting this society, in the village we were doing many things, games, some other social work and helping like this. But it is now, we can say proper way now we are doing. We have tried to do best. After we met Rosie ma'am, the life of our school, the life of our teachers and our students has completely changed. She brought a lot of happiness to us. Whether it is infrastructure, whether it is the salaries of staff, increase of salaries of staff, whether it is a quality education of children, we could give uniform, books and all these things to children, whether it is our car facilities and the vehicle facilities for the disabled children, because children from far, they could not come to school earlier. So she provided us with vehicles, school buses and all the facilities, the computer for children and all the facilities she provided. Ich bin da jedes Jahr ein bis zweimal unten, um neue Projekte auszuloten, zu schauen, wofür haben wir gerade das Geld, um welches Projekt umzusetzen. Es sind immer 5, 6 Projekte, die anstehen, und ich setze mich dann immer mit Pavel und Sheila hin und schaue, welches Projekt ist das Wichtigste, wo beginnen wir und was müssen wir ein bisschen verschieben. I
we can say that Rosimem comes just like a divine power to Mangalapas. And she choose Indian children. There are many countries, but she choose in India Indian children and the children of Prem Jyoti school. So I would like to say a lot of thanks to Rosimem and dear well-wisher who supports our Prem Jyoti. Ja, der Beginn mit der Indien-Geschichte an der Schule war wahrscheinlich wirklich diese Dankbarkeit, die ich empfunden habe, dass ich wieder Yoga sozusagen in mein Leben gekommen ist und ich mit dem Yoga begonnen habe, eine Yogaschule aufzubauen und damit sozusagen auch die Basis geschaffen habe, um meine drei Kinder und mich zu versorgen. Und diese Dankbarkeit hat mich dazu geführt zu sagen, okay, der Yoga kommt aus Indien und insofern würde ich jetzt gerne Indien was zurückgeben. Und mit dieser Idee bin ich dann so eigentlich durch die Tage und Wochen und Monate gegangen in meiner Arbeit. Und ich hatte damals natürlich auch neben der Yogaschule einige Privatschüler und da war jemand drunter, der immer wieder in Varanasi war und dort mit Straßenkindern ein Projekt gemacht hat. Und die erzählt mir eines Tages, du Rose, jetzt gibt es eine Schule in Varanasi, die jetzt zusperren muss, weil der Sponsor gestorben ist. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl so, okay, jetzt ruft mich Indien, nachdem ich eigentlich immer zu meinen Schülern, die gefragt haben, wie oft ich in Indien war, immer gesagt habe, ich war nie in Indien und werde auch nicht nach Indien fliegen, außer Indien ruft mich. Und das war dann wirklich sehr prägend, wie ich das gehört habe, dass ich Schule zusperren muss. Und da habe ich gedacht, jetzt kommt der Ruf und bin die Woche darauf nach Indien geflogen. Habe mich auf den Schulhof gestellt mit dem Ehepaar und ja, ich stand da mitten am Schulhof und habe ihnen ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich werde versuchen, die Schule sozusagen zu retten, damit sie nicht mit diesen 200 Kindern jetzt zusperren müssen. Und ich bin zurückgekommen und habe natürlich schon beim Rückflug überlegt, was ich machen könnte. Und habe dann die Schüler eingebunden. Patenschaften schien mir als erstes einmal am einfachsten. Und so begann eigentlich das ganze Projekt mit Patenschaften. Und dann mit vielen weiteren Ideen, die einfach dann Gott sei Dank aus mir immer wieder geflossen sind. So dass heute diese Schule mit über 400 Kindern jetzt blühend dasteht und wir auch viele Gebäude errichten konnten in der Zeit und notwendige Infrastrukturen schaffen konnten. Nach 8 Jahren habe ich dann auch einen Verein gegründet, um auch die Absetzbarkeit für Paten oder für Menschen, die spenden wollen, zu ermöglichen. Dank Rotary ist uns das geglückt. Ja, und kurze Zeit später haben wir dann wieder einmal die Schule umgebaut und es entstand ein Riesensaal im oberen Bereich, den wir noch nicht nutzen mussten. Und dann habe ich gesagt, das wäre doch jetzt ein guter Raum für Yoga. Und in dieser Schule wurde kein Yoga unterrichtet, was ja erstaunlich ist, dass dann sozusagen es eigentlich an mir war, das Yoga zurückzubringen in das Land, aus dem das Yoga stammt. Ich habe begonnen mit den behinderten Kindern zuerst zu üben und dann hatten wir diesen Saal und ich beauftragte Bhavan und Sheila, sie mögen doch einen Yogalehrer finden, bis ich wiederkomme. Und dann haben sie mir immer geschrieben, dass sie keinen finden. Und als ich dann wiederkam, haben sie mich damit überrascht, dass eine der Lehrerinnen, die auch jetzt die Kinder betreut in Yoga und es wunderbar macht, sich ausbilden hat lassen inzwischen und jetzt das Yoga leitet in der Schule.
Und es ist einfach zutiefst berührend, wenn man diese 70, 80 Kinder sieht, die mit einer Stille und einer Achtsamkeit in diesem Saal sitzen gemeinsam und die Asanas inhalieren und wo ja, das bei uns im Westen völlig unmöglich wäre. Nicht einmal Erwachsene könnten so still sitzen wie dort die 7- bis 15-Jährigen. Und da spürt man natürlich auch die Seele des Yogas. Man spürt, dass dieses Land sozusagen, dass die Kinder den Yoga inhalieren in diesem Land. Das war für mich auch eine sehr berührende Geschichte, den Yoga wieder in die Schule, wieder dorthin zurückzubringen. Neben vielen anderen Dingen war dies sozusagen lächelnd berührend, dass so etwas möglich ist, dass eine Geschichte einer Schule sich so dreht, dass jemand dann, ich hatte bis 20 das Wort Yoga nicht einmal gehört. Ich hatte keine Ahnung und dann 20 Jahre später oder 30 Jahre später steht man in einer Schule in Indien und hat den Yoga sozusagen zurückgebracht. Das ist eines der vielen berührenden Elemente dieses Projektes und ich bin sehr dankbar, dass dies so geschehen konnte. Ich weiß auch, dass immer wieder in der Schule das ein Thema ist, wieso hat sich die Rose genau diese Schule ausgesucht. Es war kein Aussuchen, es war einfach ein Geführtwerden. Indien hat mich gerufen und ich bin dem Ruf gefolgt. Und da möchte ich ganz, 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 ganz tiefen Herzensdank sagen all jenen, die da draußen sind und mit einer so einer Herzensgüte noch immer das Projekt unterstützen. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist, wenn man die Schule nicht gesehen hat, die Kinder nicht gesehen hat. Ich spüre selber, wenn ich dann längere Zeit nicht unten war, wie sozusagen die Energie nicht mehr die Intensität hat und wenn ich dann vor Ort bin, wie unglaublich anders es ist, wenn man direkt dort steht, den Kindern in die Augen schaut, mit ihnen lacht, mit ihnen durch die Schule geht und insofern ist es für mich zutiefst berührend, dass Menschen, die noch nie vor Ort sein konnten, jahrelang jedes Jahr diesen Beitrag leisten. Vielen, vielen Dank. Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.